Grüß euch, liebe Zuschauer, servus miteinander. Ja, Robert Habeck, der ja, macht das Scheitern eigentlich zum Kult. Ja, er stilisiert es zur höchsten Form der Politik. Ja, Scheitern, und zwar auf allen Ebenen, auf der ganzen Linie. Aber das ficht ihn nicht an. Es ist wirklich nur noch zum Lachen. Ja, muss ich ehrlich sagen. Und so langsam frage ich mich, aber das sage ich zum Schluss des Videos, was ich mich da frage beim Habeck und anderen. Emanuel Böhminghaus gibt hier die folgende Meldung raus. Langzeitarbeitsloser Habeck verteidigt umstrittene 1000 Euro Anschubprämie für Jobaufnahme. Okay, dann ist das Ding so gut wie tot. Mausetot, wenn Blödsinn auf ganz viel Unsinn trifft. Wann kommt der Jobaufwerkservice der Bundesregierung für Langschläfer? Ja, was ist da los? Habeck verteidigt umstrittene Anschubprämie für Jobaufnahme, schreibt hier das Handelsblatt. Mit einer Prämie will die Regierung Langzeitarbeitslose motivieren. Das Kabinett hatte Pläne für eine Anschubfinanzierung beschlossen. Die ist umstritten, auch in den eigenen Reihen. Der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat die auch in Reihen der Ampel umstrittene geplante Anschubfinanzierung für Langzeitarbeitslose, die einen Job annehmen, verteidigt. Der grüne Politiker sprach in Berlin von einem sehr praktischen und pragmatischen Vorschlag. Davon profitierten Menschen, die in Arbeit gingen, die sozialen Systeme und die Volkswirtschaft. Habeck sagte, es handelt sich um einen Vorschlag aus der Arbeitswissenschaft. Hier Vertrauen der Wissenschaft, ja, das kennen wir ja mittlerweile ganz gut. Kabinettsbeschluss, Verhandlung, Koalitionspartner, bliblablub. Einige von der SPD sind dafür, andere sind dagegen. Ich will dazu mal was sagen. Das ist für mich ein wirklich wunderbarer Ausdruck dieser Pervertierung des ganzen Sozialsystems. Ja? In der ursprünglichen Art und Weise ist die Arbeitslosenversicherung bzw. das Arbeitslosengeld oder dann von mir aus auch Bürgergeld, was es dann ist, wenn du nach einem Jahr oder je nachdem Arbeitslosengeld erhalt, dann immer noch keinen Job hast und dann in das Bürgergeld rutscht, genau dafür da, an sich so schnell wie möglich wieder in Arbeit zu kommen und aus dieser Situation rauszukommen, aus eigenem Antrieb. Ja? Es ist ja seit, weiß ich nicht wie lang, in Deutschland 50 Jahre bestimmt, ja, Usos sozusagen, dass wir immer einen gar nicht unerheblichen Teil von Menschen haben, die das hier irgendwie als Lebensaufgabe sehen oder als beruflichen Werdegang. Ich mache Stütze oder ich mache Hartz IV, wie es damals noch hieß, oder ich mache Bürgergeld. Generationsübergreifend, ja. Ich will hier niemandem zu nahe treten. Es gibt sicherlich Hunderttausende, wenn nicht vielleicht Millionen, die keinen Job finden, die Bewerbungen ohne Ende schreiben und einfach nicht hier Fuß fassen. Ja? Das will ich hier ganz deutlich sagen. Es gibt aber auch sicherlich Hunderttausende, wenn nicht gar Millionen, die sagen, ich habe ja gar keinen Druck, die kommen mir nicht dumm, was soll das? Ja? Ich mache hier weiter den Langschläfer, während andere, die dann vielleicht 200, 300, 400 Euro Cash mehr in der Tasche haben am Ende des Monats, in der Früh um 6 aufstehen, um dann was auch immer zu machen. Ja, okay. Das ist so eine Pervertierung dieses ganzen Systems, jetzt noch jemanden zu belohnen, wenn er 12 Monate am Stück arbeiten war mit 1000 Euro. Und da fragt sich natürlich jeder, der das seit, wie ich zum Beispiel, seit 40 Jahren bald mache, wo ist denn eigentlich meine 12-monatige Prämie? Ja, zumal das zahlt natürlich wer? Nicht der Habeck oder irgendein anderer von der Bundesregierung, das zahlt wir zahlen es und niemand sonst. Ja? Ohne uns gäbe es gar kein Geld, was man ausschütten könnte. Ja? Nur mal so, geht die Angst um im Wirtschaftsministerium, dass es in der Bevölkerung vollkommen falsch verstanden werden kann. Jetzt werden sie noch belohnt, wenn sie mal ein paar Monate arbeiten gehen. Überspitzt formuliert, ich will hier wirklich nicht pauschalisieren. Wie gesagt, da weiß ich vielleicht mehr, als mancher denkt, wie das in Sozialsystemen so läuft, ja, und wie das Menschen auch extrem belastet, keine Arbeit zu finden und so weiter. Das will ich hier auf gar keinen Fall unter den Tisch fallen lassen. Aber wie gesagt, es gibt hier auch genug Leute, die könnten arbeiten und bewegen sich null, um irgendwo in Arbeit zu kommen, sprich bemühen sich überhaupt nicht um eine Stelle, bewerben sich nicht, werden auch vom Amt weitgehend in Ruhe gelassen, ja, übrigens. Ja, das soll zwar auch, das will ich nicht hier vergessen zu erwähnen, auch hier
schärfere Regeln geben und so weiter und mehr Strafen, aber wie oft wurde das denn angekündigt? Also das ist schon mal ein super Vorschlag, ja. Und der Herr Dr. Habeck, ja, wundert sich, warum die Menschen ihn trotz all der Sozialtransfers nicht lieb haben. Und das ist schon wirklich perfide, was er da sagt. Ja, Achtung. Bisher hat es nicht funktioniert, das muss man sagen. Wir haben als Bundesregierung sehr viel Sozialtransfers, nennt man das ja immer. Also wir haben das Kindergeld um 50 Euro erhöht. Wir haben die EEG-Umlage übernommen. Wir haben das Kindergeld um 50 Euro erhöht, was so, so lächerlich ist. Wir haben die irgendeine EEG-Umlage. Nur mal bedenken, die Bundesregierung hat keinen Cent. Null, wenn es uns nicht gäbe. Es ist unser Geld. Wir haben das bezahlt. Er tut so, als ob er als Bundesregierung uns hier irgendwelche Geschenke macht. Ja? Das muss man sich wirklich mal überlegen und ich glaube, ich fürchte fast, er glaubt es selbst. Ja? Nur noch mal hier, unter der Prämisse noch mal anhören. Das nimmt man das ja immer. Also wir haben das Kindergeld um 50 Euro erhöht. Wir haben die EEG-Umlage übernommen, als die Energiepreise hoch waren, die Energiepreise gedeckelt. Wir haben sogar also mit anderen Worten, wir machen erstmal eine Politik, wo die Energiepreise hochgehen, weil das ist, war jetzt nicht Gott gegeben und vom Himmel gefallen. Das hätte man auch anders machen können, wie andere europäische Länder zeigen, ja, wo die Energiepreise nicht längst nicht so hoch sind. Und dann, wenn es dann so teuer wird für die Leute, dann sagen wir, Leute, wir haben die Lösung. Ihr bekommt irgendwo da wieder was zurück. Von welchem Geld denn bitte? Strompreise, Gaspreise, alles der gleiche Schmuh. Es ist immer das gleiche Muster. Eine gute Schrift gemacht, damit, als das Benzin so teuer war. Von welchem Geld? Wir haben er tut so, als ob vom Himmel das gefallen wäre, dass hier die Preise so hoch gingen. Aber die Bundesregierung hat in die Schatulle gegriffen und gesagt, hey, da wollen wir uns mal nicht lumpen lassen. Irgendwie so. Das hat jetzt nicht, also das Ganze, die ganzen Programme haben nicht dazu geführt, dass die Leute gesagt haben, ah, die super, die tun was für uns. Sondern ja, weil sie langsam immer mehr blicken, die tun nichts für uns, die geben nur unser Geld aus. Ja? Und zwar für Sachen, die sie vorher selber praktisch eingeleitet haben, damit das es so hohe Preise gibt, ergibt. Irre. Oder meine Analyse ist, dass es nicht so einfach ist, wie man es vielleicht früher gedacht hat. Jetzt machst du nochmal ein großes Geschenk und dann sagen alle, guck mal, der hat mich lieb, der schenkt mir nochmal 50. Er sagt das. Euro oder so. Bisher hat das. Ich weiß auch gar nicht, welche Kasperköpfe da ihn interviewen, ist auch unwichtig, aber das zeigt vollkommen, die ganze Einstellung ist vollkommen verschoben, hat mit der Realität nichts zu tun. Es ist einfach wirklich ein Scheitern, auch offensichtlich, weil man offensichtlich hier wahrnimmt, dass der Mann wirklich entweder gewollt oder unabsichtlich hier wirklich gar nichts kapiert, ja, oder so tut, also ob er gar nichts kapieren würde, aber da bin ich mir nicht so sicher, ob er das genau weiß. Hier haben wir ein weiteres Beispiel aus dieser Sendung. Dr. Robert Habeck fragt sich, wie man verloren gegangenes Vertrauen wiederherstellt. Er meint, dass sich als Person zeigen und erläutern die Lösung sei. Klappt prima, ja, Achtung. Das ist eine fast abstrakt philosophische Frage. Wie stellt man Vertrauen her? Der Herr Philosoph stellt eine abstrakt philosophische Frage. Es wird echt immer besser. Aber wahrscheinlich nicht, indem man sagt, ich habe Paragraph 17 Absatz 3-9 nochmal verändert, sondern indem man sich als Person zeigt, indem man die Hintergründe und vielleicht die Vordergründe, die Perspektiven nochmal erläutert. Das ist jedenfalls eine Chance. Naja, also wenn du dich zeigst, mein lieber Robert, dann gibt es entweder Hau-Abrufe oder es findet vor absolut ausgesuchtem Publikum statt, beziehungsweise mittlerweile auch bei irgendwelchen Wirtschaftsverbänden, IHKs oder was weiß ich, irgendwelchen Bütteln, ja, die mittlerweile jetzt bei so offiziellen Anlässen und Reden und Besuchen von Messen oder Kongressen oder wo er auch immer da auftritt, mittlerweile auch aufmucken. Ja? Da bekommt er nämlich auch schon Feuer. Also sich zeigen, das hat ja irgendwie gar nicht mehr stattgefunden, gerade in den letzten Wahlkämpfen, Herr Habeck. Da wird sich eher im Wirtschaftsministerium eingebunkert und ansonsten steigt man in der Tiefgarage unten in den A8 Audi oder in einem 7er BMW und denkt sich, ist doch alles super hier. Ja, irgendwie so. Und hier
Dr. Robert Habeck, alles übrigens von Dr. David Lüttke, den ich hier ganz herzlich grüße und dem danke für die Quelle. Dr. Robert Habeck glaubt offenbar, dass es möglichst viele Gesetze und Verordnungen braucht, um das ganze Land wieder in Fahrt zu bringen. Das ist wirklich so. Ja, Leute, hört euch das bitte an. Ja, man muss es sich wirklich anhören. Ich weiß, die Visage und die ganze Erscheinung, da hat man jetzt schon nach 3 Jahren so endgültig die Schnauze voll, aber trotzdem muss man uns das anhören. Also ich habe das Bedürfnis zu zeigen, damit, sonst glaubt man es ja nicht. Ich glaube, wir haben im Wirtschaftsministerium so viele Gesetze, Verordnungen, europäische Verordnungen und so weiter umgesetzt, um das ganze Land wieder in Fahrt zu bringen, wie, ich behaupte jetzt mal frech, ohne es nachgelesen zu haben, kein anderer Wirtschaftsminister davor. Gut, also sowas kann nur jemand sagen, der eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat. Also sowas Krasses kann nur jemand sagen, der wirklich vollkommen eine verschobene Wahrnehmung hat oder so von sich selbst überzeugt ist, dass es einfach bei ihm gar nicht die Möglichkeit eines Scheiterns, eines Fehlers, die gibt's gar nicht. Die ist schon von vornherein ausgeschlossen, das kann er sich gar nicht vorstellen. Aber nochmal ganz kurz, so viele Vorgaben und Gesetze und Verordnungen umgesetzt, um das Land wieder in Fahrt zu bringen, da sind wir ja hier ganz richtig. Das ist von gestern, Sonntag, Berliner Zeitung, die Wirtschaft schrumpft, Minister Habeck rechnet nun doch mit einer Rezession in Deutschland. Das war allen schon lange klar, der Wirtschaftsminister ist halt der Letzte, der es dann bemerkt. Es sei Zeit, schnell zu handeln. Also wirklich, wie kein anderer Wirtschaftsminister zuvor, hat er das Land vorangebracht. Wohin? In die Rezession. Ja, nicht nur er, ja. Aber maßgeblich eher, ja, maßgeblich. Dann haben wir hier nochmal so ein, es sind wirklich alles gescheiterte Projekte, ja. Es geht los mit Northvolt, Batteriefabrik scheint irgendwie zu platzen, Intel, 10 Milliarden Butze in Magdeburg wird nicht gebaut, also 10 Milliarden Subvention von uns. Nicht mal dafür bauen sie es. Oder die Windkraftanlagen oder der überschüssige Strom durch die Photovoltaikanlagen, der uns mehr Geld kostet, als es irgendwas bringt. Oder auch die Wasserstoffträumereien sind hier schon geplatzt. Shell als großes Mineralölunternehmen hat sich natürlich auch, schaut sich immer um nach neuen Geschäftsfeldern und haben erstmal in Wasserstoff investiert und haben das ganze Projekt jetzt beerdigt, weil nicht wirklich sinnvoll und vor allem auch nicht tragfähig. Ja? Das ficht aber den Robert nicht an. Der hat noch kürzlich hier das Unternehmen, das war 26. Juli letztes Jahr, glaube ich, ThyssenKrupp Steel Europe bekommt knappe 2 Milliarden Euro. 1.399 Millionen von Habeck, Wirtschaftsministerium, und 599, also knapp 600 Millionen von der Landesregierung NRW, wüst. Ja? Und jetzt, sogar der Spiegel meldet, der angeschlagene Stahlkonzern ThyssenKrupp könnte seine mit Milliarden subventionierten Pläne zum grünen Umbau kippen. Es drohen bereits Mehrkosten im dreistelligen Millionenbereich. Nur noch für die Chronik, für sein Vorhaben TKH2-Stil oder wahrscheinlich auf Englisch Planung, Bau und Inbetriebnahme einer 100%ig wasserstofffähigen Direktreduktionsanlage mit integrierten Einschmelzern zur Erzeugung von klimafreundlichem Roheisen als Grundlage für die Herstellung hochwertiger Stahlflachprodukte. Ist auch, weil eben diesen Wahnsinn kein anderes Land auf der Welt mitmacht und damit ThyssenKrupp Stahl- oder Stahlproduktion absolut nicht verkäuflich ist von den Preisen her, auch wenn es mit Milliarden subventioniert wird, selbst dann nicht, ja, weil die anderen Länder, die großen Player, Russland, China, USA, Indien, kannst du alle nehmen, Brasilien, was weiß ich, auch Asien, Südkorea und so weiter, die sagen sich, macht ihr mal Deutschen, dann ist doch super, dann gehen nämlich alle zu uns und kaufen bei uns den Stahl, weil ihr könnt die Preise hier nicht anbieten und da kann Qualität sein, wie will, irgendwann hört es dann auf. Ja, da ist dann irgendwann die Bereitschaft für Qualität zu bezahlen dann eben auch endlich. Ja,
Und hier haben wir, wer 2025 die Friedrich-Merz-CDU wählt, bekommt Robert Habeck. Nur noch mal so, der Typ kann noch weiter hier fuhrwerken, wenn die Leute es nicht kapieren, dass die CDU mindestens, ich gehe jetzt wirklich so weit, also mindestens so weit, so schlimm sind wie die Grünen und die SPD und die FDP und die ganzen Altparteien. Wer etwas anderes behauptet, lügt sich in die eigene Tasche. Oktober 2024, große Mehrheit der CDU-Landesverbände wünscht sich eine schwarz-grüne Bundesregierung. Wer CDU wählt, bekommt Grüne. Ja, das ist richtig. Und hier zum Schluss habe ich eigentlich noch wirklich ein witziges Ding gefunden zum Habeck. Ulrich von Spannenberg, die Basis, erklärt den Habeckschen Irrsinn mit einem uralten DDR-Witz. Herrlich. Wollen wir mal da reinschauen? Ich will zum Schluss einen Witz erzählen, den der zu Ulbrichts Zeiten hier so gang und gäbe war. Ulbricht guckt aus dem Staatsratsgebäude raus und sieht unten, wie zwei Arbeiter einen Fahnenmast setzen. Dazu graben sie ein Loch aus, setzen den Fahnenmast rein und schaufeln das Loch wieder zu. Und da bleibt Erde übrig. Deshalb schachten sie ein weiteres Loch aus, schaufeln die Erde rein, schaufeln wieder zu und wieder bleibt Erde übrig. Und da ruft Ulbricht aus dem Fenster: Genossen, ihr müsst tiefer graben. Und so. Und wenn ihm jetzt hier wenn die Professoren Herrn Habeck erzählen, dass wenn nachts keine Sonne scheint, auch kein Strom da ist, weil die Windräder stillstehen, dann sagt er, wir brauchen mehr Windräder. Das ist dieselbe Realität leider. So. Und da gibt es nichts zu lachen, denn das Traurige ist nicht Habeck. Das Traurige sind wir alle, weil wir sowas zulassen. Das ist der Punkt. Ganz genau, ja, der Mann bringt es wirklich auf den Punkt, weil wir es zulassen, ganz genau. Und wir arbeiten darauf hin, dass eben immer mehr Menschen nicht mehr bereit sind, es zuzulassen. Und mein Gedanke, den ich vorhin am Anfang des Videos erwähnt hatte, dass ich einen Verdacht habe, es sind ja nicht wenige Leute aus den freien Medien beziehungsweise aus der alternativen Szene insgesamt, die der Meinung sind, dazu gehöre ich auch, wir müssen hier wirklich abstürzen, bis wirklich der Arzt kommt, ja, also wirklich auf die brutalste Art und Weise, wie es wahrscheinlich in den letzten 100 Jahren nicht passiert ist, auch selbst nach den Kriegen nicht, aber wenn man so sich das genau anschaut, dann macht der Habeck da ja wirklich den Vorreiter, ja, vielleicht ist er auf unserer Seite, wer weiß. Also mehr zeigen, dass du dieses Land kaputt machen willst, kannst du nicht als Robert Habeck. Ja? In diesem Sinne, da ist er, mit irgendwelchen, weiß ich nicht, was es hier, Clouds sind. Ja, das ist auch hier, ja, das könnte man vielleicht noch zum Schluss zeigen. In diesem Sinne, liebe Leute, abonnieren, teilen, liken, kommentieren. Und wenn ihr was übrig habt oder was geben könnt und wollt, ja, und denkt, es ist unterstützenswert, der Kanal und die Arbeit, die wir hier machen, dann haben wir unten die Möglichkeiten angegeben in der Videobeschreibung: Kofi, Bitcoin, Stripe und Deutsche Bankverbindung. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören und Scheitern ist die neue Kunstform irgendwie, ja. Das ist die höchste Form der Regierungskunst wahrscheinlich für einen Habeck, ja. Und er ist der beste Wirtschaftsminister aller Zeiten. Das hat er ja gerade selber gesagt. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und Zuhören und macht es gut, ihr Lieben. Servus.